Dann geht's los zur letzten Session heute. Es geht um Fuzziness in Geodaten, spaltenorientierte Datenbanken, Web3 und Geodaten oder SparkQL und Inspire und Geopackages. Zu Beginn begrüße ich Florian Thierry zu seinem Vortrag zu Modellierung von Fuzziness und Wobbliness in Geodaten. Dann vielen Dank, dass ich meinen Vortrag oder unseren Vortrag hier halten darf. Als kurzer Disclaimer quasi, wenn ihr irgendwann mal den Tagungsband anguckt, ist das Ganze ein langes Fullpaper, was da drin steht. Und ich werde versuchen, ein paar Ausschnitte aus dem Ganzen zu illustrieren und ein bisschen darzustellen, um was es da eigentlich geht. Also bitte erwartet nicht, dass ihr am Ende dieses Vortrags sofort alles verstanden habt. In allen Eindeutigkeiten steht das da irgendwo in dem Paper drin. Nur so als kleines Ding. Die Sache ist, also was ihr hier seht, die Research Scroll Engineers, das sind so ein kleines Grüppchen von Enthusiasten, vor allem was Linked Data angeht und vor allem so ein bisschen aus dem Archäologie- und Cultural Heritage Sektor, in dem ich auch quasi in meinem normalen Job arbeite. Habe aber eigentlich mal Geoinformatik studiert und Vermessung, deswegen sind mir die Geodaten immer sehr wichtig und mittlerweile halt, wenn man in dem Cultural arbeitet, sehr viele Sachen miteinander kombinieren, weil immer irgendwas eine Georeferenz letzten Endes hat. Was uns allen so ein bisschen gemein ist, insbesondere wenn man so ein bisschen in die archäologische Forschung oder auch in die Digital Humanities eben reinguckt, ist, dass wir sehr viel mit, man könnte es Zweifel nennen, quasi umgehen muss, also irgendwie Datenmodellierung mit Wahrheiten, Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten oder wie man den ganzen Blumenstrauß da nennen könnte. Ich habe das mal, wie auf der Titelfolie gesehen habe, Fuzziness und Wobbliness genannt. Einfach als Überbegriff für irgendwie alles, was es da irgendwie so gibt in allen möglichen Ausprägungen. Warum muss man das Ganze machen? Ich glaube, euch muss ich das nicht sagen, dass es irgendwie so ein schönes Akronym gibt, das FAIR heißt. Faire Daten, offene Daten, Nachvollziehbarkeit, Open Science und so weiter und so fort. Da sind wir hier bei der FOSGIS natürlich an der richtigen Adresse. Das muss ich euch nicht sagen, warum das wichtig ist oder so. Ne? Gott sei Dank. Auch eine Sache, die euch vielleicht über den Weg gelaufen ist, es gibt sowas, wenn wir sich um Forschungsdaten dreht, die nationale Forschungsdateninfrastruktur, die NFDI, gibt es sehr viele Konsortien. Und da ich eben, wie gesagt, viel mit Archäologie zu tun habe, gibt es auch da ein Konsortium für, das heißt NFDI for Objects. Und auch da ist diese, haben es mal, Verifizierung oder die Verification im Englischen von Daten, um sie nachvollziehbar zu machen, quasi sehr wichtig. Und wie kann man das machen? Vielen von euch ist das vielleicht schon mal aufgefallen. Es gibt sowas wie Linked Open Data, dass man das Ganze quasi als mit dem Resource Description Framework mit RDF modelliert und so Daten miteinander verknüpfen kann. Was das genau ist, will ich hier gar nicht so ausführen, aber es wird so ein bisschen die nächsten Folien drauf abzielen. Und wenn wir wieder ein bisschen in den Geobereich zurückgehen, stellt sich so die Frage, wo haben wir denn auch im Geobereich was mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten zu tun? Und ich komme aus Mainz und da stellt sich irgendwie die Frage, ist sehr schön, jeder hat irgendwie eine Vorstellung, was man mit Mainz sich irgendwie drunter vorstellt, aber die Frage ist, ist es das römische Mainz, ist es das mittelalterliche Mainz? Ist das Mainz um 1900 oder ist es das Mainz nach dem Zweiten Weltkrieg, weil durch Mainz fließt komischerweise der Rhein und die so ein paar Stadtteile in Wiesbaden, die heute noch Mainz im Namen tragen, waren früher mal Mainz, heute sind sie nicht mehr Mainz, sondern gehören zu Hessen und sind in Wiesbaden. Wie modellieren wir das ganze Zeug? Also selbst bei so einfachen Sachen wie einer modernen Stadt kommen wir schon in sehr, sehr große Probleme. Und ihr könnt euch vorstellen, quasi wenn es um Archäologie oder geisteswissenschaftliche Fragestellungen geht, wird es noch lustiger und Georeferenzen. Ne? Und dann gibt es sowas wie das Semantic Web, Web 3.0. Es gibt so Referenzen, die man nutzen könnte. Es gibt so schöne Gazetteers wie Geonames oder Pleiades für antike Ortsnamen oder auch vom Deutschen Archäologischen Institut was. Aber auch da ist das Ganze leider nicht so eindeutig, weil sich diese Referenzen quasi auch widersprechen oder eben auch nicht eindeutig das Gleiche sind. Also es ist alles irgendwie nicht so einfach in der Zuweisung. Und die Frage ist eben, wie drückt man diese ganzen Unsicherheiten und Ungenauigkeiten oder wie man das auch immer nennen will, überhaupt aus? Und ihr könnt euch auch vorstellen, wenn man dann so ein bisschen in den archäologischen Kontext reingeht, solche Sachen in Literatur erwähnt werden, wird es noch lustiger und spannender, weil man halt nicht draußen in der Natur war und das gesehen hat. Und was ihr hier seht, ist tatsächlich eine Karte in einer Publikation, einer archäologischen. Ne? Also ich habe mir auch gedacht, das hätte wahrscheinlich ein Kind auch so schön malen können und ich früher auch. Aber nein, das war eine offizielle Karte in einem Buch, das gedruckt wurde und Leute zitieren.
schon spannend. Ne? Und dann geht man davon aus, ja, und das war dann dort und dort und schreibt sogar noch Koordinaten nebendran. Ja, viel Spaß. Damit kann keiner von uns in einem Geoinformationssystem arbeiten und Analysen durchführen. Also können wir schon. Es kommt nur wahrscheinlich sehr interessante Dinge bei raus. Sodass so ein bisschen die Frage ist, ich habe, glaube ich, ein bisschen euch erzählt, was die Herausforderung sein könnte, nämlich wie modelliert man das ganze Zeug vielleicht, sodass es jemand nachvollziehen kann. Und da sind so ein paar Dinge vielleicht irgendwie ganz wichtig, die vielleicht relativ simpel scheinen. Also woher kommt die Geoinformation, die wir da modellieren wollen? Wie wurde die Koordinate ermittelt oder wie wurde sie erstellt? Wenn wir das Bildchen vorhin gesehen haben, was so ein Kind gemalt haben könnte, könnte eine Sache von Qualität sein, die da hinten dran steckt, ne, die man sich da fragen könnte. Wo genau besteht der Unsicherheitsfaktor und können eben, was ich vorher gezeigt habe, Referenzen im Semantic Web dafür genutzt werden? Gibt es eine Sache, die hier auch hier schön ist, die man nutzen könnte, sowas wie OpenStreetMap zum Beispiel und solche anderen Dinge, die ja auch was mit diesem Semantic Web zu tun hat, quasi oder eben auch nicht. Und da haben wir uns so ein paar Gedanken gemacht, was man denn dafür nutzen könnte, auch wenn es so um offene Daten und sowas geht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze modellieren könnte. Das eine, Wikidata, ist euch sicherlich auch ein Begriff. Da könnte man Dinge machen, dann eben allgemein als Linked Open Data mit Ontologien oder eben allgemein mit einer Wikibase. Also letzten Endes Wikidata ist auch nur eine Instanz einer Wikibase, aber da könnte verschiedene Dinge vielleicht machen. Nur ganz kurz angerissen letzten Endes, wie könnte sowas in Wikidata aussehen? Hier jetzt ein Beispiel von irischen Ohmstein, die kommen nachher nochmal später in einem Beispiel besser. Dann erzähle ich euch, was das genau ist. Ich möchte gar nicht so genau auf die ganzen Details hier eingehen, das kann man alles schön in dem Paper nachlesen. Will euch nur zeigen, mit den bestehenden Attributen und Properties und allem, was es so an Klassen und so gibt in Wikidata, ist das alles durchaus möglich, das Ganze durchzumodellieren. Man muss sich halt nur vielleicht mal genau darauf einigen, wie man das macht, weil wie das immer so ist, ne, alle Wege führen nach Rom, auch nichts ist da falsch, aber wenn sich die Community nicht auf einen einigt, Community-Standard, wie man das Ding auch immer nennen will, dann wird es auch schwierig, solche Sachen, auch wenn die Voraussetzungen da sind, alles technisch möglich ist, wie man das überhaupt machen könnte. Das hier ist nur ein Beispiel, wie man quasi so einen Stein verorten kann, quasi wenn man vor Ort war und sich den mal angeguckt hat und dann quasi eine klare Referenz hat. Und das steht nicht in dem Buch, sondern ich stand davor und ich kann bezeugen, dass der heute an dem Punkt steht. Man hat vielleicht sogar ein GPS-Gerätchen dabei und kann eine Koordinate reinstellen. Das ist was anderes wie sowas, was man auch modellieren kann. Naja, wo einfach nur in irgendeinem Buch irgendein Fundort drin steht, der vielleicht auch historisch nicht mehr existiert, weil es bis dahin schon Gebietsreformen gab und so weiter und so fort. Wie gehen wir damit um? Ganz schönes anderes Kapitel, was man auch modellieren kann. Dann kann man das Ganze quasi mit Linked Open Data machen. Und die Linked Open Data hat immer was mit Ontologien zu tun. Das Schöne ist, dass es da auch sehr viele Ontologien schon gibt. Man muss sich da nichts Neues einfallen lassen, wie man das Ganze modelliert. Es gibt die Prof-Ontology, die genau für sowas eigentlich gemacht ist, um ein bisschen darzustellen, wo kommen denn die Daten eigentlich her und wie man das machen könnte. Und es gibt sowas wie GeoSparkle, das auch vom OGC mitentwickelt wurde und zurzeit noch weiterentwickelt wird, was man auch dafür irgendwie nutzen kann. Und dann kann man eben, habe ich mit meinen Freunden zusammen eine Ontologie gebaut, die heißt hier jetzt Fuzzy Spatial Locations Ontology und die baut ein bisschen auf diesem Prof-O-Modell auf. Also man hat so quasi eine Site, also eben eine Art Fundort, da hängt eine Geometrie dran, soweit so gut. Dann hat eine Person, ganz wichtig, also irgendjemand hat diese Koordinate bestimmt oder gesagt, dass das da irgendwie so wäre. Ganz wichtig und eine Methode, was halt im Normalfall vielleicht in unserem Fall eine Georeferenzierung wäre. Ist jetzt für uns in unserem alltäglichen Tun jetzt nichts Besonderes, aber für den Computer und für den normalen Archäologen zur Nachvollziehbarkeit schon. Ne, dass man so ein Modell überhaupt mal aufbaut und das Schöne ist, es gibt ja alles irgendwie schon. Ja, man muss da nichts Neues erfinden. Auch da möchte ich nicht genauer drauf eingehen, das kann man dann irgendwie so durchmodellieren nach den Fragen, die ich vorhin da quasi gezeigt hatte. Ja, und dann hat man hier quasi, ja, wie kann man denn so eine Site modellieren mit allem drum und dran, ist kein Problem. Und dann kommt man eben auch zur Koordinate und dann, welche Methode steckt hinter der Koordinate und so weiter und so fort. Wie ist die Unsicherheit? Das geht auch alles relativ einfach. Und das Schöne ist, in zwei Vorträgen finden wir auch noch, wie man das schön in HTML rendern kann, sodass dass man sich das alles auch schön angucken kann. Da gibt es auch ein paar Beispiele zu dieser Ontologie, die mein Freund Timo Homburg dann nachher noch vorstellen wird, der sich um dieses Unicorn da ein bisschen kümmern wird.
Und dann gibt es natürlich noch eine Sache, dass man das auch in der Wikibase machen, da sind wir jetzt hier bei Nomisma, dass auch andere Projekte, das ist jetzt Nomisma, ist ein großes Projekt, das sich mit Münzen beschäftigt, wo ein ganz großer Münzkatalog quasi da ist. Und auch da gibt es natürlich Unsicherheiten. Und da gibt es den Carsten Tolle an der Uni in Frankfurt, der sich viel mit solchen Sachen beschäftigt und der auch bestimmte Möglichkeiten hat, wie die dort in den Daten diese Unsicherheiten eben beschreiben können. Auch das ist einfach schon Realität. Da gibt es aber auch diverse Masterarbeiten drüber, die sich um Performance drehen, weil natürlich, wenn man sich die Daten immer mehr aufbläht und aufbläht und aufbläht und das Ganze abfragen will, wird das viel komplexer und irgendwann geht die Performance natürlich in den Keller. Und dann fragt man sich tatsächlich, muss das eigentlich sein oder nicht? Ja. Und dann gibt es eben noch Möglichkeiten, wie man das in der Wikibase modellieren kann. Auch darum möchte ich nicht genau im Einzelnen drauf eingehen. Das Schöne ist auch bei sowas, ne, wenn man das dann ausprobieren will, man kann sich da selbst aufsetzen oder mittlerweile gibt es die Wikibase Cloud, man kann sich da auch irgendwie durchprobieren, so habe ich das dann gemacht, könnte man eventuell im Nachgang auch mal tun. Aber genug der Theorie, ich möchte euch ein bisschen noch zeigen am Ende, wofür das Ganze vielleicht auch wirklich gut ist, was ich da irgendwie vorgestellt habe. Und das eine sind eben diese irischen Ohm-Steine, die ich da in Wikidata modelliert habe. Die sehen so aus, wie man das hier sieht. Die stehen halt vor allem irgendwie in Irland rum und so ein paar Teilen von Schottland und auf den Inseln dazwischen. Und da sind Inschriften drauf mit solchen, was man quasi jetzt hier in der Mitte unten sieht, die bestimmte Dinge bezeichnen. Was genaueres könnt ihr auch bei quasi einem Vortrag von mir aus dem letzten Jahr nachgucken. Da habe ich mich nur auf das konzentriert. Genau. Und wichtig dabei ist, also es gab im Rahmen eines Fellow-Projekts der Wikimedia Deutschland eine Initiative, viele dieser Sachen quasi aus analogen Quellen und aus allen möglichen anderen Quellen und digitalen Quellen ins Netz zu bringen. Unter anderem auch in OpenStreetMap, da sind auch viele in Irland unterwegs, die da mappen. Und genau diese Steinchen auch. Und die Frage ist halt, wie vernetzen wir all diese unterschiedlichen Ressourcen mit all den Unsicherheiten, die in den Geodaten da drin stecken. Ja, und da kann man natürlich unterwegs sein, hier in dem Fall ich und mein Vater, und sich diese Sachen mal vor Ort angucken. Also auch mal ein bisschen diese IT-Sache mit Realität verknüpfen kann ich nur empfehlen. Da, wo ich da stehe, das ist der westlichste Punkt Irlands, kann man, da wurde auch ein Star Wars-Film gedreht und so, wie so oft bei solchen Sachen, kann ich nur empfehlen, da mal hinzureisen. Und ein paar von denen stehen dann auch irgendwo rum, unter anderem quasi hier am UCC, quasi in Cork, wo so 28 von diesen Sachen drinstehen. Und dieser eine Stein, den wir jetzt vorher hier gesehen haben, dieser Stein 81, der wird auch in sehr vielen Publikationen schon irgendwie beschrieben, auch wo der lag. Und diese ganze Geschichte, wer den wann wo gefunden hat. Und dann hat der eine Pfarrer gesagt, dass da der hat nach Kartoffeln gegraben und so weiter. Und dann wurde der von da nach da gerückt. Das kann man natürlich auch irgendwie modellieren. Die Frage ist dann, naja, wo wurde er denn wirklich gefunden? Zur Nachvollziehbarkeit wäre das vielleicht mal ganz spannend. Ne? Und das ist alles irgendwie quasi modelliert. Ne? Also sieht man hier auch schon in Büchern von 1869 und dann geht das durch und durch und durch, auch mit alten Grabungsplänen und alten Plänen wie hier. Und dann kann man solche schönen Sachen machen und hier auch Zeichnungen des Steins und quasi der Inschrift drauf. Und dann kann man, wie ich, mal gucken, findet man in OpenStreetMap dann korrespondierende Punkte mit den alten Zeichnungen? Und tada, das funktioniert sogar noch, weil die Straßen sehen auch genauso aus wie vor 100 Jahren. Das ist dann in Irland auf dem Land relativ einfach, sodass wir da vielleicht auch wirklich eine Koordinate quasi dargestellt kriegen, anstatt nur einem Wort, die in der Publikation quasi da ist. Ne? Und dann, das ist eben das aus der Literatur, dann kann man eben gucken, na, wo steht das denn heutzutage, ist ausgestellt dort in so einem Freilichtmuseum quasi, kann das Ganze in Wikidata reinjagen, genau nach dem Datenmodell, das ich euch vorhin quasi gezeigt habe. Zum einen quasi der Ort, wie er damals war und jetzt der Ort, wo er heute steht, nämlich vor dem Visitor Center am UCC in Cork. Dann kann man sowas natürlich auch quasi als Linked Open Data machen. Hier am Beispiel jetzt das Kampagnen Ignim Brights. Also quasi, ne, wir stellen uns vor, man kann auch nicht nur mit archäologischen Sachen machen, in dem Fall jetzt mit geowissenschaftlichen Sachen. Es gibt einen Vulkanausbruch, auch da gibt es dann irgendwo Funde.
ne, von den Sachen, die da übrig bleiben. Ne, und dann eins der Sachen war eben dieser Kampanien Ignimbrite, da vor ca. 40.000 Jahren ist in den feldgriechischen Feldern da was ausgebrochen. Das ist im Süden von Italien bei Neapel, einer dieser Supervulkane, von dem ihr vielleicht schon mal was in den Nachrichten gehört habt, der vielleicht demnächst irgendwann mal hochgehen könnte oder auch nicht. Vor 40.000 Jahren sind dadurch wahrscheinlich die Neandertaler ausgestorben. Also wäre vielleicht irgendwie nicht so gut, wenn das wieder passieren könnte. Aber auch sowas, ne, und da sieht man, wo da überall die Funde sind. Und auch das kann man versuchen, irgendwie darzustellen. Ne? Das ist nur ganz kurz, was da eigentlich damals passiert ist. Gehe ich mal schnell drüber. Ne? Und dann kann man sich so kleine Karten basteln aus irgendwelchen Informationen, die in irgendwelche Literatur drin ist, wo dann diese Fundorte da sind. Und die sind natürlich manchmal nicht so genau. Und kann sie dann eben rendern, letzten Endes. Ne? Und dann ist eben die Sache, naja, es gibt sowas wie eben die feldgriechischen Felder. Das ist relativ einfach, in Anführungszeichen, zu verorten. Wobei einfach ist auch nicht, weil das ist irgendwie eine Fläche, die undefiniert ist. Das weiß auch keiner. Das könnte man auch versuchen. Aber die gibt es in OpenStreetMap. Das ist doch schon mal ein Anfang. Da hat man schon mal eine Geometrie und kann dann damit irgendwie arbeiten. Ne, der Golf von Pozzoli, das ist auch eine schöne Bezeichnung, aber was das jetzt geometrisch genau heißt, schwierig, aber auch das gibt es in OpenStreetMap. Wunderbar, wir haben eine Geometrie. Dann hat man sowas, dann Karten aus Publikationen, da wird es dann lustiger, weil da hat man keine Koordinaten. Dann könnte man versuchen zu georeferenzieren, aber naja, so genau ist das ja hier jetzt auch nicht. Aber auch da in dem Fall, oh, das ist zufälligerweise eine archäologische Höhle. Die gibt es in OpenStreetMap. Auch sehr schön, dann kann man das wieder nutzen. Ne? Also Thema, gibt es Referenzen im Semantic Web? Sowas ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ein weiteres Beispiel wäre auch wieder eine Höhle. Ne? Gibt es auch wieder viele archäologische Publikationen zu. Da findet man ein bisschen näher. Auch das gibt es in OpenStreetMap. Auch wunderbar. Und dann gibt es so komische Definitionen. Naja, das ist halt 15 Kilometer südlich von der Donau und irgendwo in der Nähe von einem stillgelegten Kalksteinbruch. Nun ja, interessant zu modellieren. Wie macht man das denn irgendwie? Naja, man könnte irgendwie gucken. Gibt es, finde ich denn irgendwie einen Kalksteinbruch oder irgendwie, und wunderbar, sowas gibt es auch in OpenStreetMap, kann ich auch dazu nutzen. Ne? Also dafür sind offene Geodaten wunderbar, um dann ein bisschen das dann nachher quasi auch in der Modellierung nachzunutzen, das nach außen darzustellen. Und dann eben so sieht das dann letzten Endes quasi alles, was ich da an Daten modelliert habe, aus mit dem Tool, was wir in zwei Vorträgen quasi sehen. Bei den Münzstätten ist das ähnlich. Da gibt es eben auch solche unsicheren Faktoren, wie man sowas darstellt. Auch die haben das in ihrer Online-Datenbank quasi implementiert, auf ihre Art und Weise. Hier ist es noch nicht, das, was ich euch vorhin gezeigt habe, ist noch nicht quasi in den Daten selbst modelliert, sondern sieht man quasi nur auf HTML-Oberfläche, weil das eben die Performance hinten dran noch in den Keller geht und sie noch nicht wissen, wie sie damit umgehen. Aber auch die haben zumindest daran gedacht, um den Leuten klarzumachen, dass es sowas gibt wie Unsicherheiten in Georeferenzen. Und das muss den Leuten auch irgendwie klar sein, wenn es tatsächlich irgendwie unsicher ist. Und dann kann man natürlich auch irgendwie, das ist jetzt auch wieder Beispiel Münzen, wenn man im Silbermünzprägestätten quasi jetzt hier in Proton guckt. Auch da, naja, wenn man viele Referenzen auch im Netz findet das, und man die mal auflöst, dann hat man entweder irgendwelche Bounding-Boxen, irgendwelche komischen Punkte. Wenn man das alles gemeinsam auf eine Karte plottet, naja, man hat zumindest eine bessere Idee, als wenn man irgendwie nur den Zentrumspunkt, den Centroid irgendwie benutzt, aber auch damit naja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ein Archäologe damit geholfen ist, wenn er so eine Karte sieht, aber es ist zumindest ehrlich, ne, weil in den Daten stehen Bounding Boxes drin, also plotte ich auch bitte eine Bounding Box und nicht irgendwas anderes oder eben eine ganz komische Provinz, die da unten quasi zu sehen ist, die aber sicherlich zu den Zeiten, damals als die Münzen geprägt wurden, gab es diese modernen italienischen Provinzen noch nicht, weil es gab noch nicht mal Italien. Also, ne, wie geht man irgendwie mit diesen ganzen Sachen um? Ja, und dann nur ein kleines schriftliches Beispiel quasi, naja, so einfach ist das irgendwie auch nicht, weil diverse Quellen irgendwie sich dann auch nicht einig sind, wo das dann eigentlich gefunden wurde. Das heißt, es ganz, ganz wichtig, dass man eben diese ganzen Informationen nach draußen gibt, wenn es um offene Geodaten quasi geht. Und ein letztes Beispiel ist quasi, ich habe es mal Verschleierung genannt, also wenn es letzten Endes, wenn viele Sachen werden von Sondengängern oder sowas zum Beispiel auch, ne, gesucht, wenn es um Denkmalbehörden und so geht. Und dann ist natürlich genau die Sache, dass man es eigentlich, also man möchte die genaue Koordinate
und sollte sie auch nicht nach draußen stellen, dass ein anderer nicht einfach da guckt und da alles umgräbt. Ne? Das möchte man ja irgendwie auch nicht, weil meistens ist das auch privates Land oder und so weiter und so fort. Das muss ich euch gleich eigentlich auch nicht sagen. Und dann gibt es quasi so eine Idee, dass man das einen Level höher macht, dass man eben nur quasi ein Konstrukt, wie ich damals Mainz hatte, man weiß nicht genau, wo das irgendwie ist, und man eben dann solche Referenzen im Semantic Map nutzt, um das quasi darzustellen. Und das sind nur ein paar Beispiele, wie man das quasi machen könnte. Das hier aus meinem Heimatort zum Beispiel, das ist quasi ein kleiner Vorort, wo die irgendwo gefunden wurde. Ich fände es persönlich sehr spannend rauszukriegen, wo das genau wäre, aber auch ich kriege das nicht raus. Aber auch so kann man quasi Geodaten darstellen und die Unsicherheiten, indem man einfach nur den übergeordnete Gebietseinheit quasi nutzt, letzten Endes. Um dann ganz kurz zur Conclusion quasi zu kommen, naja, also ich glaube, ich habe euch gezeigt, dass eine Modellierung möglich ist, aber vor allem quasi die Visualisierung ein Problem ist. Und dann ist halt die grundsätzliche Frage, was ist denn eigentlich Unsicherheit und warum habe ich denn das am Anfang Fuzziness und Wobbliness genannt, weil naja, man ist sich da halt auch nicht so ganz einig und wenn man dann auch noch Dinge visualisieren will, über die man sich nicht einig ist, was es eigentlich ist, wird es noch schlimmer. Was eigentlich nur für euch heißt, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, vielleicht auch von uns Geomenschen, dass irgendwie sich dafür Lösungen zu überlegen und mit den Leuten eben selbst zu reden. Auch sowas gibt es quasi, ne? Also das, was ich euch vorhin gezeigt habe, das ist vielleicht gar eine Idee, aber nicht die beste, wie man sowas machen kann. Und dann bin ich, glaube ich, nur 30 Sekunden drüber und dann ist das ganz okay. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Und ich weiß, dass ich euch völlig überfrachtet habe mit Informationen, aber... Ja, vielen lieben Dank, Florian, für den spannenden Vortrag. Wir springen zu den Fragen, wenn ich es schaffe, das Gerät hier zu entsperren. Ansonsten, ja, ich habe es schon entsperrt. Es gibt keine Fragen online. Gibt es hier im Saal Fragen? Du kriegst ein Mikrofon. Ja, eine Sekunde. Ach so, sorry. Was heißt Wobbliness eigentlich auf Deutsch? Das ist eine sehr gute Frage. Die kurze Antwort, ich habe keine Ahnung. Also die Sache ist, es kommt aus einem Forschungsprojekt quasi, wo es um relative Zeitperioden geht, die irgendwie relativ zueinander stehen. Und einer meiner Kollegen hat das mal auf einer englischen Tagung irgendwie dann immer so, das sind so fuzzy Wobbling-Dinger, die irgendwie... weil er selbst nicht wusste, wie das ist. Und ich habe das dann irgendwie übernommen, wie ich schon sagte, da quasi, es gibt so diese NFDI-Konsortien und in dem, wo ich quasi hauptamtlich arbeite, in NFDI for Objects, gibt es eine große Arbeitsgruppe, die sich eben um diese Unsicherheiten und so dreht. Und auch da habe ich quasi mit am Antrag mit dran geschrieben und da war dann auch die Frage, wie nennen wir denn das Ganze, dass irgendjemand das versteht. Und dann haben wir einfach das übernommen in der Hoffnung, dass genau solche Fragen aufploppen, man quasi damit eine Projektionsfläche quasi schafft, aber man und dass sich Leute einfach fragen, was ist das? Und besser gar keine Idee davon haben, als wenn man jetzt einfach sagen, das sind alles Unsicherheiten und jeder hat eine völlig falsche Vorstellung davon und das ist irgendwie auch ungünstig. Also es ist eher so ein, also die kurze Antwort ist, es gibt keine deutsche Entsprechung, keine, die ich wüsste, die sinnvoll wäre, wie so für viele englische Wörter es keine eindeutige deutsche Beschreibung gibt, sondern im Deutschen muss man meistens einen Satz dazu bilden oder drei. Ne? Also sage ich euch, glaube ich, nichts Neues. Weitere Fragen? Du hattest ja relativ häufig so gesagt, okay, wenn du den OpenStreetMap was findest, dann hast du es eigentlich schon geschafft und du hast jetzt irgendwie eine Koordinate. Jetzt können die Koordinaten sich in OpenStreetMap auch ändern. Also den Node von dem Stein könnte ich ja auch nochmal um 50 Meter in die andere Richtung verschieben oder noch von dem einen Fundort zum Museum oder so. Ist es was, was dir schon begegnet ist oder was ein Thema ist oder... Ist ein Sachen, die mir begegnet sind, auch in den natürlich, ne, wenn ich selbst dann vor Ort bin und ich dann merke, dass der Stein, naja, also wenn du davor stehst, also manchmal ist es nur, sind es ein paar Meter, dann ist es mir auch wurscht, ne? Wobei ich dann auch sagen könnte, ich habe eine aktuellere Koordinate, aber manchmal weißt du ganz genau, dass das an der falschen Stelle ist. Und dann, da habe ich tatsächlich, bin ich irgendwie dran. Weiß ich noch nicht genau wie, aber ich bin mit der einen, letztes Jahr habe ich ja den Vortrag da auch über das Thema gehalten, da waren ein paar, die da auch quasi in Irland unterwegs sind, haben da auch zugehört und mit einer von denen, die da viel macht, bin ich auch sehr in Kontakt, sodass ich da hoffe, mit der irischen, in dem Fall
quasi, wenn es speziell um die Ohmsteine geht, mit der irischen OSM-Community da zusammen irgendwie eine Lösung zu finden, weil, und dann kann man daraus vielleicht extrapolieren und gucken, ob das vielleicht auch für irgendwelches anderes sinnvoll wäre. Aber da habe ich halt einen eindeutigen Anwendungsfall und ich weiß teilweise, weil ich davor stehe, dass es irgendwie richtig oder falsch ist. Und dann aber das wäre tatsächlich, glaube ich, für euch oder für die OpenStreetMap-Community eine wichtige Sache, wie man damit umgeht, weil das ist ein Thema. Ne? Und wie immer ein Thema, das man gerne negieren möchte, aber das ist da. Ja, und also im Sinne, im besten Fall Versionierung von Koordinaten und Gründe, warum man das anders hingeschoben hat oder eben, naja, verschiedene Meinungen, Ideen, Modellierungen, Rollen, wie auch immer. Ne? Also das ist eine Koordinate aus der Literatur, das ist eine Koordinate aus einem Survey, das ist eine Koordinate aus einer Georeferenzierung. Sowas wäre ganz hübsch, glaube ich, egal, um welches Objekt es geht. Ne? Also einfach zur Nachvollziehbarkeit. Noch weitere Fragen? Hier vorne? Ja, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, eigentlich ist es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der sich eine Koordinate in einem bestimmten Gebiet befindet. Und mal mehr, mal weniger wahrscheinlich. Ist da auch schon mal sowas überlegt worden, so eine Art Heatmap, dass man sowas sagt wie, ja, keine Ahnung, in der Physik wäre das jetzt der Aufenthaltsbereich eines Elektrons. Irgendwo da muss es sein, aber man weiß nicht genau wo. Also da muss ich gerade dran denken. Wenn man solche Informationen hat, habe ich auch damals, an der Hochschule oder damals noch Fachhochschule in Mainz mein Studium gemacht und auch da gab es Projekte irgendwie zu solchen Sachen, wo man Heatmaps dann gebaut hat, zum Beispiel. Also wenn man solche Daten hat und quantifizierbar machen kann und auch vielleicht statistische Werte aus diesem ganzen Zeug machen kann, gibt es natürlich andere Visualisierungsmöglichkeiten, sagen wir mal so, als wenn man sie nicht hat. Und das ist, also das muss man ganz klar trennen. Hier bei den Sachen habe ich irgendwie eher relativ viele schriftliche Quellen und nicht so viele Zahlen, die man wirklich dann berechnen kann. Und dann kann man natürlich mit Heatmaps versuchen zu arbeiten. Aus meiner Erfahrung ist das auch ein bisschen schwierig, weil Heatmaps auch immer teilweise in die Irre führen. Manchmal möchte man das, manchmal möchte man es nicht. Also im Sinne von so Sondengängern oder sowas ist das sicherlich vielleicht eine schöne Sache, weil dann hat man einfach hier ungefähr ist was, du kriegst überhaupt gar nicht raus über eine Heatmap, wo dann irgendwie was ist. Das ist dann ein schönes Bild. Also meine Archäologen würde ich mit sowas glücklich machen, die würden einfach, das ist schön in Farbe und bunt, packe ich in eine Publikation. Ja, ne, der Geodät in mir fragt sich dann, was das denn bringt. Aber das ist ja der tägliche Kampf in Anführungszeichen zwischen den Wissenschaften. Ja. Aber ja, ja. Gut, wir müssen zum Ende kommen. Ganz herzlichen Dank nochmal, Florian. Gerne.